ein ganz normaler Tag im Paradies. Willkommen auf der Isla de la Suerte. Auf dieser Insel befindet sich alles im Lot. Das Wetter, die Umgebung, selbst die Seele ruht hier im Gleichgewicht. Egal ob Entspannung, Action oder munteres Beisammensein, hier findet jeder genau das, was er sucht. Manchmal sogar die ewige Liebe. Ja, und damit herzlich willkommen, wir machen ein neues Spiel, bei My Boyfriend, beziehungsweise mein Freund, er liebt mich nicht. So, ich hoffe, dass das diesmal ein wenig besser funktioniert. So. Die lassen wir jetzt so fertig. Und er, haben wir schon gesagt, er heißt einfach Johnny. Er sieht nach nichts aus, aber naja, er ist auch nichts. So, flapp und Schuhe an. Fertig. Sieht, glaube ich, schon besser aus. Endlich sind wir da. Glaub ich kann es kaum erwarten, an den Strand zu gehen und mich in die Sonne zu legen. Hast du dein Bikini eingepackt? Klar, ich zieh mich nur schnell um. Ja, mach das, Fee. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder so Grafikfehler drin haben. Nein, diesmal haben wir keine Grafikfehler drin. Ich hätte nämlich mega, oder? Grafikfehler, da hat er nicht alles aufgenommen. Dann hatte ich auf einmal so, ne, durchgeguckt und also Schoten. So, wie ziehe ich mich denn um? Achso, kann ich damit irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Garderobe! Garderobe? Interagieren, hallo? Ah, Leertaste. So, dann ziehen wir mal unseren Bikini an hier. Achso, Bikini, so. Schuhe brauchen wir keine, oder? So. So, bin umgezogen. Ah, ich bin umgezogen, Vanessa. Vanessa! Jetzt komm endlich, ich will zum Strand. Entschuldigung. Jetzt komm endlich, ich will zum Strand. Ja, ich bin umgezogen. Was muss ich denn jetzt machen? Mit dem Ausgang interagieren. Hallo, ihr seid neu hier, oder? Ich bin Ringo, der Leiter der Surfschule. Ach du Scheiße. Ich bin der Chef aller Animateure hier. Vielleicht kann ich euch bei irgendwelchen Fragen weiterhelfen. Ich würde gerne mehr über die Anlage wissen. Was gibt es denn hier so alles? Ich muss mal mein Mikro wieder richtig machen. Was für Aktivitäten kann man denn so nachgehen? Im Moment sehe ich mich erstmal ein wenig um. Vielleicht komme ich später auf dein Angebot zurück. Und wenn die Fee das wüsste, das darf ich dir nie verraten. Ja, komm. Was für Aktivitäten kann man denn so nachgehen? Also, ich betreibe die Surfschule. Und außerdem verleihen wir Tretboote am Strand. Dann kann man natürlich im Kraftraum der Anlage Fitness betreiben. Und wir bieten eine Reihe von sportlichen Aktivitäten an. Vielleicht kommst du einfach mal zum Strand, um sie dir anzusehen. Das werde ich tun. Vielen Dank. Ja, bitte. Ich würde gerne mehr über die Anlage wissen. Was gibt's denn hier so alles? Ich würde gerne mehr über die Anlage wissen. Was gibt es hier so alles? Vorne am Eingang ist die Rezeption. Der Rezeptionist ist eigentlich immer da und hilft dir bestimmt gerne weiter. Dort drüben in der Mitte der Anlage gibt es einen Pool mit einer kleinen Bar. Wir haben auch ein Restaurant, eine Disco und eine Lounge, wo man mal ein bisschen abhängen kann. In Ordnung. Ich werde mich mal ein wenig umsehen. Im Moment sehe ich mich erstmal ein wenig um. Vielleicht komme ich später auf dein Angebot zurück. Kein Problem. Komm einfach zur Surfschule am Strand, wenn du was wissen willst. Da findest du mich meistens. Das werde ich tun. Vielen Dank. So. Übrigens hier die Streifen hier an der Seite. Da kann ich nichts für. Das Spiel kriege ich nicht höher umgesetzt. Gehen wir jetzt an den Strand? Ich würde mich gerne vorher ein bisschen in der Anlage umsehen. Ja klar, auf geht's. Na dann los. Faye ist niemand, der sich umsieht. Kann man auch rennen? Ah ja, guck mal. Wie läuft die? Oh, wehe, das verrät jemand der Faye. Ich bin so dran. Vanessa! Shit,
Fee hat ja eine Schwester, die Vanessa heißt. Ups. Aber eine jüngere. Die sind ja so gleich alt. Oh, so. Die Vanessa läuft aber auch sehr... Haben wir hier nicht eine Map oder sowas? Wir haben auf jeden Fall ein Handy. Da, 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 da. Wo kommt der denn jetzt her? Von da hinten oder was? Sieht schon... Ja. Didi. La 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 la. Hallo ihr. Die Vanessa, die rennt immer so. Wollen sie eigentlich da? Ah ja, so ein bisschen umsehen geht doch. Ich dachte erst, das geht nicht. In Ruhe. Weg. Ich will Urlaub machen. Ich will Urlaub machen. Ich hoffe, ich habe die Anzeige nicht zu weit runter. Nee, dürfte nicht. Ne. Lalalala. Bam 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 bam. Jetzt sind wir am Strand und jetzt, Vanessa? Ja, mach Quatsch. Ich habe einen total süßen Typen bei der Surfschule gesehen. Der könnte dir gefallen. Wollen wir uns den mal ansehen? Ich würde mich vorher gerne ein bisschen am Strand umsehen. Später vielleicht. Ja, komm. Klar. Na, dann los. Ja, dann los. Ja, dann geh doch mal los. Wo denn? Wo ist er denn hin? Also, die läuft, ey. Das ist nicht die Surfschule, das ist das Wasser. Ich geh schon mal ins Wasser. Oh. Ah, jetzt schwimmt sie. Ich dachte gerade, jetzt geht sie unter. Lala. Kann die auch unter Wasser tauchen? Ne. La, 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 la. Oh, ich bin der ganze Pitschepatsche nass. Und jetzt? Ach so. Soll ich den jetzt einfach ansprechen? Oh. Wieso wechselt die Musik denn jetzt auf einmal? Ach du Scheiße, der Johnny, der sieht ja... Hey, du bist neu hier, oder? Was? Ja, kennst du dich hier ein bisschen aus? Kann schon sein, wer will das wissen? Woran siehst du das? Ja, kennst du dich hier ein bisschen aus? Sicher. Ich arbeite hier in der Anlage nebenbei als Schwimmlehrer für die Kids. Was willst du wissen? Kann man hier irgendwo Sport machen? Na, zum Beispiel direkt hier am Strand. Ich jogge gern. Vielleicht hast du ja mal Lust mitzukommen. Oder? In der Anlage gibt es sowohl einen Pool, der ist allerdings eher klein, als auch einen Fitnessraum. Den werde ich mir mal ansehen. Und auf das Angebot zum gemeinsamen Joggen komme ich vielleicht zurück. Mach das. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Tut mir leid, ich muss mich mal wieder an die Arbeit machen. Sieht man sich später noch? Sicher. Bis dann. Und, wie findest du ihn? Er scheint ganz nett zu sein. Du bist aber sicher nicht der einzige Fisch hier im Pool. Wir können ja die Augen mal offen halten. Was? Was ist das denn für ein Biest, ey? Jetzt kann ich nicht... Ah, doch, kann ich wohl wieder. Ich halte nur die Augen offen. Da, la, la. Alter, die laufen so lahmarschig manchmal. Essen, Entspannung, Sport, Körperpflege. Oh, ich bin nicht körpergepflegt. Bin ich eine Stinkerin? Faye, bist du eine Stinkerin? Wo gehen wir denn jetzt hin? Hallo, Vanessa. Wo gehen wir denn jetzt hin?
Vanessa, Vanessa, das Wetter wird nicht besser. Ja, komm, der war flach. Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Den Kondomautomat. Was? Hab ich nicht gesagt. Ein Wasserspender. Ja, muss man ja auch haben, finde ich. Warum hat die denn so einen roten Arm? Hast du dich nicht eingecremt? Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir schauen uns an. Ist nicht der einzige Fisch im Pool. Da ist zwar Wasser. Wow, texturmäßig bin ich echt. Wir haben 200 Euro dabei. Das ist ein Billigurlaub. Kann ich auch pennen gehen oder was? Und jetzt? Was macht ihr denn jetzt hier? Vanessa! Schau mal, hier drüben ist eine Stelle, um Lagerfeuer zu machen. Direkt am Strand. Wie romantisch. Ach du Scheiße. Sieht eher nach einem Grillplatz aus. Ja. Warte, stell dir mal vor. Sonnenuntergang, du und der Typ von der Surfschule ganz alleine. Er singt dir romantische Lieder, du himmelst ihn mit strahlenden Augen an. Den Typ von der Surfschule? Meinst du den alten Hippie, den wir oben in der Anlage getroffen haben? Quatsch, den gut aussehenden von gerade eben. Ja, mich. Ich geh mal neben dir vor, eingekuschelt in eine Decke unterm Sternenhimmel. Ich denke Sonnenuntergang. Wieso sieht man da schon Sterne? Dir ist echt nicht zu helfen. Ja, gut. Passt. Und jetzt? Ich bekomme langsam Hunger. Was ist mit dir? Klar, ich auch. Im Bungalow habe ich noch ein paar Äpfel. Die können wir uns holen. Wir müssen in regelmäßigen Abständen etwas essen und trinken, sonst geht es uns nicht gut. Teilweise bekommen wir etwas zu essen in unserem Bungalow, aber es gibt hier in der Anlage bestimmt auch noch weitere Möglichkeiten, sich Snacks und Essen zu besorgen. Aber außer dem Essen gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Aha. Zum Beispiel? Naja, was genau willst du wissen? Alles. Über Entspannung. Und Entspannung? Hier ist viel los, aber manchmal muss man sich halt auch entspannen können. Sonnenbaden, faul am Pool liegen oder nette Musik hören. Aha. Es dir gut gehen lassen, verstehst du? Ja, das verstehe ich. Erzähl mir was über soziale Kontakte. Wir sind hier, um uns zu amüsieren. Alleine im Zimmer abhängen könnten wir auch zu Hause. Es ist wichtig, dass wir uns mit neuen Leuten unterhalten, reden und Zeit verbringen. Aber natürlich zählt dazu auch die Zeit zu zweit. Was ist mit Jungs? Flirten? Klar, zählt natürlich auch dazu. Wie sieht's mit Sport aus? Sport macht schön, Sport macht glücklich. Hey, wer den ganzen Tag im Bikini rumlaufen will, der muss auch gut aussehen. Oberste Regel. Wer das erzählt, einer der Fee. Ich schwör's, die bringt uns um. Und was passiert, wenn ich darauf nicht achte? Naja, wie das so ist, wenn man nicht auf sich aufpasst. Es geht einem nicht gut, man ist unkonzentriert. Lass es lieber nicht so weit kommen. Aber sicher. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Dann ist der gut. Jedenfalls habe ich Hunger. Ich gehe mal wieder hoch zum Bungalow. Du kannst dich ja noch etwas umsehen und ich treffe dich dann dort. Einverstanden? Einverstanden. Ja, Vanessa, machen wir. So, Essen geht ja noch. Ah! Schätze, du hast noch was Wichtiges vergessen, liebe Vanessa. Dich. Um dich muss ich mich wohl auch immer mal kümmern. Schließlich haben wir nur uns beide. Sich in regelmäßigen Abständen sehen, quatschen, was unternehmen oder einfach mal eine SMS schicken, wenn wir uns den ganzen Tag über aus den Augen verloren haben. Aber das bekommen wir schon hin. Bitte was? Und wie schreibe ich eine SMS? Achso, das ist einfach nur ein Logbuch. Aha. Das ist mein Inventar. Da habe ich jetzt 7 Handtücher drin oder sowas. Oder auch nur 1. Intelligenz. Ich bin sehr intelligent. Ich bin so intelligent, dass ich vor die Feuerstelle laufe. Ach, da ist er wieder, der Typ. Hallo, da bist du ja wieder. Darf ich dir meinen besten Kumpel Micha vorstellen? Wir arbeiten hier zusammen, kennen uns aber schon länger. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Hallo, Micha. Ja, ich auch. Es
ist nett auf der Insel und macht bestimmt Spaß, hier zu arbeiten. Auf jeden Fall. Auch wenn man sich manchmal etwas mehr Freizeit wünscht. Sag mal, möchtest du vielleicht einen Apfel? Oh, einen Apfel! Oh, vielen Dank, das ist sehr nett. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Meine Mutter hat mir einen Apfel. Wir sind nett. Vielen Dank, das ist sehr nett. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Das ist aber nicht besonders gesund. Vielleicht brauchst du einen persönlichen Trainer, der deine Essgewohnheiten überwacht. Ich finde nicht, dass sie so aussieht, als ob sie einen Trainer bräuchte. Es tut mir leid. So habe ich das nicht gemeint. Hier ist der Apfel. Sag mal, Micha, wolltest du nicht nochmal nach den Tretbooten sehen? Wie? Ach so, ja, du hast recht. Jetzt, wo du es sagst. Dann gehe ich besser mal. Bis später. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. Hast du ihn gerade einfach weggeschickt? Wie? Was? Nein. Er musste wirklich dringend weg. Ich verstehe. Sah nur so aus. Also mal was anderes. Du hattest ja gesagt, dass du noch nicht lange hier bist. Ja? Und zu unseren Pflichten hier in der Anlage gehört es ja auch, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. Was? Naja, und für Neuankömmlinge bieten wir am ersten Abend eine Strandführung an. Echt? Extra für alle Neuankömmlinge? Genau. Super. Da wird sich meine Freundin Vanessa ja riesig... Vanessa? Das geht leider nicht. Warum nicht? Weil der Betreuungsschlüssel das nicht zulässt. Betreuungsschlüssel? Ja, das wäre quasi eine Überbelegung unserer Kapazitäten. Das geht auf keinen Fall. Nicht mehr als eine Person. Das heißt, du kannst dich nur mit mir alleine am Strand treffen? Genau. Wann genau findet denn diese Veranstaltung statt? Da sind wir absolut serviceorientiert. Der Kunde ist König. Soll heißen, wann immer der Gast es wünscht. Okay. Nach dem Abendessen? Klingt prima. Bis nachher dann also? Ja, sicher. Bis dahin. Moment noch. Ja? Ach ja, ich gebe dir besser noch meine Handynummer, damit du mich erreichen kannst, falls etwas ist. Vanessa wird der Schlag treffen, wenn sie davon hört. Der Kerl hat mich zu einem Date am Strand eingeladen, am ersten Abend. Wenn ich da wirklich hingehe, vielleicht sollte ich sie besser doch mitnehmen. Möglicherweise meinte er das ja ernst mit der Betreuung. Dann mag er mich überhaupt nicht besonders. Dann müsste Vanessa ja auch eine Einladung bekommen haben. Am besten frage ich sie dazu nachher nochmal. Ja, natürlich. Wir kriegen alle eine persönliche Einladung. Alter! So, was haben wir denn hier alles? Ich will mich auch ein bisschen umsehen. Clothes Shop. Ah, ein Shop. Musst du gleich vielleicht nachher mal was essen? Oh, das sieht aber gut aus hier. Aha. Hallo. Kann ich dir helfen? Ich würde mir gerne ein paar Sachen ansehen. Vielleicht finde ich ja etwas Passendes. Ich würde mir gerne ein paar Sachen ansehen. Vielleicht finde ich etwas Passendes. Komm, hier entlang bitte. Was? Morgen? Hä? Ich sehe jetzt nur nichts. Achso, da. Achso, Bikini haben wir eh. Achso, muss man erst kaufen dann. Finde ich jetzt nicht so toll. Achso, da steht da schick. Schick, naja, schick ist lässig. Ich sehe. So. Jetzt geht das. Ah, okay. Alles klar. Nicht gedrückt halten, sondern Mausrad scrollen. Mhm. Ja, $15. Nett. Ja, auf jeden Fall. Laden verlassen. Ist denn hier irgendwo so eine... Was man machen muss? Ja, ne? Souvenirs and Ice Cream! Hier bin ich richtig. Hä? Ist doch die gleiche aus dem Laden.
Kann man sich denn auch hier hinsetzen? Das würde mich mal echt... Schade, ich dachte, man könnte sich jetzt hier echt hinsetzen irgendwie. Mit dem Steuern ist ein bisschen mit Shift und so. Ein bisschen schwierig. Was soll ich mit dem hier? Na komm, ich laufe dann einfach mal an. Hey Mann, brauchst du vielleicht eine Rolex? Garantiert. Rasterralle. Ich glaube nicht, danke. Du bist noch nicht lange in der Anlage, oder? Nein. Das erste Mal allein in den Ferien? Ja. Woher weißt du das? Ich kenne mich aus und kenne das Glitzern in den Augen, wenn ihr das erste Mal außer Reichweite von den Eltern seid. Ich kann dir dann ein paar nützliche Tipps geben. Ach du Scheiße. Was denn für Tipps? Alle Tipps der Welt. Der olle Ralf kennt sie alle. Pass auf, hier ist einer. Siehst du diese hübsche Blume? Ja, sehr nett. Wachsen die hier auf der Insel? Ja, theoretisch überall. Aber manchmal muss man etwas suchen. Es gibt Leute, die sind geradezu verrückt nach den... So eine Hanfpflanze? ...sie bei Gelegenheit zu pflücken. Wie gesagt, du kannst einigen Leuten eine echte Freude machen, wenn du sie ihnen schenkst. Okay. Ich halte die Augen offen. Danke für die Info. Und wenn du doch eine Rolex brauchst, komm einfach zu mir. Mich findest du eigentlich immer hier am Strand. Mach ich. Wer jetzt Rolex oder Bolitz gesagt? Ach, guck mal, ein Kaffeechen hier. Huch! Ich höre gerade, dass mein Magen knurrt. Oh. Vielleicht sollte ich mich auch mal um was zu essen kümmern. Ja. Ich könnte entweder in unserem Bungalow nachsehen, ob Vanessa noch da ist und ob ich etwas zu essen finde. Oder ich gehe mich mal auf der Promenade umsehen. Dort gibt es bestimmt ebenfalls etwas zu essen. Ja, hier gibt es was zu essen. Ich guck so. Mein Magen knurrt. Ist denn so gerade mal nicht mal Hälfte? Ist der Supermarkt? Okay, ich glaube, hier kann ich doch, oder? Ist der Thomas? Hier gibt es nur Äpfel, oder was? Eine Kaugummi auch. Getränk. Wasser. Brot, okay, Kekse. Na, ich will noch kein Geld ausgeben. Ich will unbedingt noch kein Geld ausgeben. Ich glaube, wir gehen jetzt auch mal so langsam, aber sicher. Da ist der Rasterralle. Schön. Hallo? D habe ich gedrückt. Lalalalalala. Wo war denn unser... Aua! Unser Bungalow nochmal da hinten. Neun, ne? Kann man sich hier hinsetzen? Das würde ich gerne mal im... Huch. Ach, da... Kann sich ja nirgendwo hinsetzen, ne? Hier ist die Disco. Guck mal hier. Passiert aber nichts. Steht einfach nur Disco Disco. Also Disco Disco, ey. Disco. Kannst du auch nichts mehr machen? Ist aber. Zehn. Acht. Was sind die neun? Sieben? Ich habe ganz genau die neun gesehen gehabt. Was haben wir denn hier für Zahlen? Fünf? Hä? Sechs, wo ist die neun hin? Da ist die neun. Ha! Wieder gefunden. Da, Vanessa! Ich bin... Mit Faye. Uah, geht aber schnell. Ich habe inzwischen etwas gegessen. Und du? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Du musst unbedingt regelmäßig. Ja, essen. Ja. Du klingst wie meine Mutter. Was schlägst du vor? Der Urlaub hier ist als Halbpension gebucht. Das heißt, es gibt morgens und abends hier im Bungalow etwas zu essen. Zu allen anderen Zeiten müssen wir uns selbst versorgen. Und okay. Wo finde ich das Essen? Dort drüben auf der Anrichte. Aber du solltest nicht zu lange warten, sonst wird es wieder weggeräumt. Aber du hast Glück, es ist noch etwas da. Geh mal hin und iss etwas.
Übrigens, der Mann, der an der Rezeption arbeitet, hat uns ausrichten lassen, dass, wenn wir Zeit haben, wir doch mal bei ihm vorbeischauen sollen. Wollen wir da jetzt mal hin? Ich denke, ich soll was essen. Wo ist denn die Anrichte? Ah, da. Apfel. Wenn du einen Gegenstand angesammelt hast, dann, den du später benutzen möchtest, zum Beispiel um ihn zu essen, dann kannst du ihn einfach ins kannst du einfach dein Inventar aufrufen und ihn auswählen. Okay. So könntest du dir von einem Ausflug Obst oder Müsli-Riegel einstecken, um sie zu essen. Wenn du Hunger bekommst, dann musst du nicht andauernd zurückkommen und jedes kleine Hungergefühl. Okay? Den Apfel kann ich mir sicher auch gut für später aufheben. Wenn ich Hunger habe, kann ich ihn jederzeit essen. Ja, aber du hast doch schon Hunger. Das sollte den knurrenden Magen zumindest für eine Weile im Zaum halten. Wir essen hier nur Äpfel und Schokoriegel oder was? Das gibt's ja nicht. So, ich will duschen. Hallo. Ich muss da was für meine Hygiene tun. Du kannst dich ganz einfach schminken, indem du einfach intensiv in die Lippen stehst. Achso. Ach du Scheiße. Oh, Backe. Ich mach mal nur ein bisschen Lippenstift. So, Faye, ich hab dich geschminkt. Bleibt das so? Ich hoffe nicht. Ach du Scheiße. Wo war das? Hat die jetzt was gegessen? Nö. Hä? Wie ist die da denn? Ah, jetzt, oder? Hä? Ah, jetzt hat die was gegessen, glaube ich. Oh, Vanessa! Ich bin's, die Fee! Alter. Ich hoffe, man kann sich wieder abschminken. Das kannst du dir schminken. Hallo, Hans Wurst. Da seid ihr ja. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, vorbeizuschauen. Habt ihr euch schon ein bisschen eingelebt auf der Insel? Auf jeden Fall. Du auch? Ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Ich finde es absolut super hier. Ich will nie wieder weg. Doch, es gefällt mir gut hier. Es gefällt mir gut hier. Das ist doch schön. Freut mich. Aber das war doch sicher nicht der Grund, warum Sie uns hergebeten haben, oder? Richtig. Ich wollte euch nur noch kurz eine Einführung geben zu Lokalitäten, die es hier in der Anlage gibt. Ah, ja. Worüber soll ich euch etwas erzählen? Gibt es neben dem Strand auch noch einen Pool? Haben wir ja gesehen. Wie sieht es mit Sportmöglichkeiten? Kann man irgendwo einkaufen? Welche weiteren Möglichkeiten gibt es denn hier? Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, am Strand gegen eine kleine Gebühr ein Tretboot zu mieten. Aha. Dann haben wir ein kleines, aber sehr gemütliches Restaurant, falls euch einmal der Sinn nach einem echten Dinner stehen sollte. Allerdings müssen wir in dem Fall die Gäste um Abendgarderobe bitten. Wir können leider niemandem erlauben, in legerer Kleidung oder sogar im Strandoutfit dort zu essen. Oh. Noch etwas? Wir haben auch eine Bar, wo abends eine Tanzveranstaltung. Sie meinen eine Disco? Genau, also eine Disco veranstaltet wird. Der hier ist schon ein bisschen älter. Allerdings Strandkleidung untersagen. Angeschlossen an das Restaurant befindet sich eine Lounge, wo man tagsüber auch Kaffee oder Tee trinken kann. Ah. Und abschließend, in meiner Rezeption bekommt ihr zu jeder Zeit alle Informationen zur Anlage, falls ihr später noch Fragen habt. Okay. Vielen Dank für die ausführliche Info. Wenn wir noch weitere Fragen haben, kommen wir gerne zu Ihnen. Wie gesagt, jederzeit gerne. Ja, so, Vanessa. Oh, die Sonne geht langsam unter. Ich möchte unbedingt den Sonnenuntergang am Meer sehen. Treffen wir uns in 10 Minuten am Strand? Ja, okay. Bis gleich. Alter. Das ging jetzt aber schnell. Geht die sich jetzt umziehen? Nee, ne? So, ich muss leider noch mal... Hi. Ah, ja.
und Runde tauchen. Alter, die mit ihrer Schmink. Entschuldigung. Ach, Sport ist gerade was hochgegangen. Mhm. Ich kann ja auch ins Kinderbecken hier. Ins Pinkelbecken. Aber wie entspannt man denn? Und wie benutzt ihr das Handy? Ah, Moment, ne. Oder? Handy? Ich habe gedacht, das Handy geht so. Liegen kann ich irgendwie auch nicht. Zur Entspannung benutzen. Wenn die gleich angezogen ist, war, dann werde ich aber fuchsteufelt wild. Oh, schönes Kleid. Ach, oh, schönes Kleid. Oh, warte mal. Ist das so eine Blume, die man sammeln soll? Da hinten ist noch eine. Was kann ich denn damit machen? Man muss ja mal gucken. Boing. Jetzt gehen wir mal zu Vanessa. Das ist da hinten Grafikfehler, oder? Oh, Entschuldigung. Geh doch mal beiseite, ey. Fabian wieder unhöflich. Ist der Rasteralle? Muss man eine. Vanessa! Achso. Ah, ich kann glaube ich entspannen, indem ich mein Handtuch auslege. Kann das sein? Glaube ich. Ist es nicht wunderschön hier? Diese Ruhe und das einzigartige Meer. Ah, ja. Ja, es ist tatsächlich traumhaft auf der Insel. Ich bin froh, dass wir hier sind. Und ganz ohne Aufpasser. Apropos Aufpasser. Ich muss dir noch was sagen. Heute Abend. Ja, ich bin ganz Ohr. Ich hatte mich schon total darauf gefreut, mit dir einen Strandspaziergang zu machen. Oh. Mit mir? Ja klar, mit dir. Schließlich ist man nicht alle Tage mit der besten Freundin alleine im Urlaub. Wieso? Hast du noch was vor heute Abend? Hätte ich mich der süße Kerl vom Strand gefragt, ob wir heute Abend sehen können, meinst du? Nein, nein, ich habe nichts vor. Freue mich schon auf den Spaziergang. Naja, eigentlich hat mich der süße Kerl vom Strand gefragt, ob wir uns heute Abend sehen können. Meinst du, das ginge? Was? Wirklich? Natürlich, triff dich mit ihm und dann erzählst du mir später, wie es war. Einverstanden? Klar, danke, dass du das verstehst. Ist doch selbstverständlich. Ich will eh noch mit meiner Mutter telefonieren. Die lügt. Die lügt. Sowas von. Du hast eine SMS, um sie anzusehen, klick auf das SMS-Symbol deines Telefons. Ah, okay. Oh, eine Nachricht von ihm, was er wohl will? Tut mir leid, aber nicht. Kann leider nicht. Irgendwann später, Gruß Johnny. Alter! Was ist denn das für ein Müll? Jetzt versetzt mich der Kerl gleich beim ersten Mal. Hätte es gleich besser wissen müssen. Hoffentlich erwische ich Vanessa mal. Wegen ihm habe ich darauf verzichtet, mit ihr spazieren zu gehen. Wo ist Vanessa hin? Vanessa! Vanessa, warte! Ah, da! Vanessa! Vanessa! Es ist, ja. Nun ja, ein bisschen Simulation hier. Die spricht jetzt nicht mehr mit uns. Pass auf. Vanessa? Ah ja. Hey, da bist du ja. Wie war euer Treffen? Unser Treffen hat nicht stattgefunden. Er hat per SMS abgesagt. Autsch. Hätte ja auch ruhig persönlich vorbeikommen können. Ist ja nicht so, als wären wir am Ende der Welt. Sind wir schon. Er aber auch. Ja. Komm, jetzt gehen wir spazieren. Sie
Sieht der Sonnenuntergang nicht großartig aus? Achso, hoch. Schon wieder am Quatschen, Alter. Hier wird gequatscht. Achso. Ich werde langsam müde. Schätze, ich gehe heute früh in die Falle. Wollten wir uns nicht noch die Disco ansehen? Ich fürchte, ich nicht. Nicht heute. Können wir das nicht morgen machen? Schätze schon. Oder du gehst heute Abend schon mal alleine, guckst es dir an und morgen Abend gehen wir dann zusammen. Versprochen. Mal sehen. Okay, Süße. Wir sehen uns dann im Bungalow? Ja, bis dann. Ja, aber in der Disco kann ich ja nicht... Es ist noch nicht so spät, dass du ins Bett gehen müsstest. Wenn du willst, kannst du dich noch einfach mal ein bisschen auf der Insel umsehen. Sobald du genug hast und ins Bett möchtest, klickst du einfach auf den Tag beenden Button. Dann gehst du schlafen und den nächsten Tag beginnt. Der Tag beenden Button wurde freigeschaltet. Aha. Kann ich mich denn noch umziehen? So kann man. Achso. Aber so kann ich wenigstens auch laufen. Dann ist das nicht ganz so schwierig, vielleicht. Das ist ja interessant. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich speichere jetzt hier gleich mal. Und dann war es das mit unserem Let's Test. My Boyfriend, beziehungsweise mein Freund, liebt mich nicht. Ihr könnt entscheiden, ob wir es beim Let's Test lassen oder ja, ihr könnt sagen, ob wir das weiter spielen sollen. Ob wir dieses Spiel weiter spielen wollen, das liegt an euch, könnt ihr entscheiden, ganz frei. Ohne Murren, ohne Burren. Achso. Ich habe einen Stern oder so. Ist dann ganz eure Entscheidung. Wieso haben wir eigentlich nur ein verdammtes Bett? Warum kann ich über das Bett laufen? So. Ich mache mich jetzt nochmal ein bisschen adret. Mehr habe ich nicht, ne? Was war das denn gerade? Ich wollte mal einmal ganz kurz... Garderobe, was war das? Muss gesucht haben. Achso, ja, so kann man. Achso, so ein Bikini hat die auch. Okay. Ja, das wollen wir jetzt natürlich nicht. Da muss aber echt. Lässig. Lässig? Ja, ich habe nur lässige Kleidung, glaube ich. Aber gut, ist ja egal. Gut, Freunde, ich gehe ins Speichern hier. Spiel speichern. Fays erster Tag. Ihr könnt entscheiden. So. Ihr könnt entscheiden dann, ob wir weiterspielen wollen oder nicht. Das liegt dann an euch. Könnt ihr ja sagen. Ja, nein oder auch nicht. Ist mir ganz leicht, sonst bleibt es beim Let's Test. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Vielen lieben Dank auch an die Macher hier für den Code. Beziehungsweise für den Kay. Willst du das Spiel wirklich beenden? Ja, möchten wir an Young Entertainment GmbH Exozent Games. Ciao!